Der deutsche Schäferhund gehört zu den meistverbreitetsten Gebrauchshunderassen der Welt. Durch seine lernfreudige und menschenbezogene Art eignet er sich allerdings auch als Familienhund. Wenn du überlegst, einen Schäferhund in deine Familie aufzunehmen, dann solltest du darüber Bescheid wissen, ob dieser sich auch bei dir wohlfühlen würde. Alles Wissenswerte über die beliebte Hunderasse erfährst du in diesem Video. Als erstes, Herkunft. Die Vorfahren des deutschen Schäferhunds lebten vermutlich schon im 7. Jahrhundert in Deutschland. Sie hatten das Hüten und Treiben der Schafherde als Hauptaufgabe, sollten aber auch das Hab und Gut des Schäfers bewachen und beschützen. Das spätere Zuchtziel war ein robuster und intelligenter Gebrauchshund. Heute zählt er zu den beliebtesten Hunderassen weltweit. Als zweites, Aussehen. Der Schäferhund gehört zu den mittelgroßen bis großen Hunderassen. Er ist kräftig und stark bemuskelt. Seine aufrecht und nach vorne gerichteten Stehohren sowie seine dunklen und leicht schräg anliegenden Augen verleihen dem deutschen Schäferhund einen wachen und aufmerksamen Ausdruck. Es gibt eine Langhaarvariante und eine Kurzhaarvariante. Die Farben reichen von schwarz mit braunen, gelben oder hellgrauen Abzeichen über schwarz oder wolfsgrau einfarbig bis hin zu grau mit braunen Abzeichen. Obwohl weiße Schäferhundwelpen gelegentlich in Würfen auftreten, wird diese Farbe seit 1933 als Fehlfarbe betrachtet. Als drittes, Charakter und Erziehung. Alles, was ein professioneller Arbeitshund braucht, ist im deutschen Schäferhund angelegt. Ihre hohe Intelligenz macht sie zudem gehorsam, gefügig und lernwillig. Er eignet sich optimal als Wachhund, aber auch als Begleit- und Familienhund. Ein ausgeglichener Schäferhund ist gutartig und geht mit dir durch dick und dünn. Gegenüber Artgenossen ist er bei guter Sozialisierung aufgeschlossen und gut verträglich. Allerdings ist er kein Anfängerhund, denn seine Kraft und Größe führen manchmal zu Problemen. Man muss erreichen, dass der deutsche Schäferhund sich unterordnet, was ein konsequentes Auftreten erfordert. Die Erziehung funktioniert am besten mit Geduld und Einfühlungsvermögen. Als viertes, Haltung und Pflege. Ein deutscher Schäferhund benötigt viel Auslastung und Beschäftigung, und das bei jedem Wetter. Seine enorme Arbeitsfreude macht ihn zum Wach- und Schutzhund, Assistenzhund oder Spurensucher. Wenn du den deutschen Schäferhund als Freizeithund halten möchtest, solltest du diese Talente für anregende Beschäftigung nutzen. Man könnte Mantrailing oder Fährtensuche mit dieser Hunderasse problemlos durchführen und ihn dadurch körperlich und geistig auslasten. Als Familienhund ist der deutsche Schäferhund ebenfalls geeignet, wenn er ausreichend sozialisiert wurde und die Kinder bereits etwas standhafter sind. Die Fellpflege ist je nach Länge recht einfach. Kämme oder bürste deinen Schäferhund regelmäßig und lege großen Wert auf die Zahnpflege. Aufgrund ihrer Größe neigen deutsche Schäferhunde zu Problemen mit Hüft- und Ellenbogengelenken. Und als fünftes, unser Fazit. Ein deutscher Schäferhund braucht viel Auslauf, Beschäftigung und eine konsequente Erziehung. Wenn du bereits erfahren im Umgang mit Hunden bist und im besten Fall ländlich wohnst, dann kann der deutsche Schäferhund genau die richtige Rasse für dich sein. Er hat eine Lebenserwartung von 9 bis 13 Jahren und kann dir viel Freude bereiten, solange du ihn auch ausreichend auslastest. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.